Also man kann also Variablen einführen oder sowas wie Variablen, Kurzbezeichnungen. Und dafür gibt es zwei mögliche Schreibweisen und beide haben eine leicht andere Betonung. Sie machen aber sonst dasselbe. Entweder macht man nach der Funktion so einen where oder man macht vor der Verwendung einen let. Also zum Beispiel, wenn wir Flächeninhalt berechnen würden, von einem Kreis oder sowas, ja. Flächeninhalt. Dann könnte man sagen, vielleicht der doppelte Flächeninhalt, ja? Doppelter Flächeninhalt. So, dann würde ich sagen 2 mal f, wobei f der Flächeninhalt ist, also pi mal r Quadrat. Das wäre eine Möglichkeit. Also kam 628 raus, stimmt. Und die andere Möglichkeit, semantisch komplett gleichwertig, wäre das so zu machen. Also Abkürzung kann man entweder danach einführen oder davor. Und falls man mehrere Abkürzungen hat, vielleicht will ich hier r Quadrat noch abkürzen, so, dann spielt die Reihenfolge auch überhaupt keine Rolle. Also jetzt wird ja quasi r Quadrat verwendet, bevor es definiert wurde. In normalen Programmiersprachen wäre das ein Fehler, aber hier überhaupt nicht. Haskell sucht sich selbst die richtige Reihenfolge, in der irgendwas ausgewertet werden muss. Und es gibt halt einen Unterschied in der, so in der Konnotation, die da mitschwingt. Wenn du sagst, where, dann ist das so quasi die wichtige Formel und jetzt kommen da halt noch Hilfsgrößen vor, die weiter unten erklärt werden. Und hier sagst du, okay, es geht jetzt wirklich irgendwie ein f und jetzt wird vielleicht noch ein g gesetzt und dann noch ein h gesetzt und das ist nur das Ergebnis, was ja, irgendwie weniger von der Betonung ist. Dass man bei let, ja? Wenn man die gleiche Variable nochmal bindet. Ah, ja. Du meinst hier nochmal. Also wenn ich genau oder besser, wenn ich das auch R nenne zum Beispiel, ne? Mhm. Genau. Ja, dann ist es ein Fallstrick, weil, also erstens ist es ein dummer Code, egal ob es funktionieren würde oder nicht, ne? Weil es jetzt verwirrender Code ist. Aber er würde jetzt auch nicht das machen, was er eben getan hat. Man würde vielleicht hoffen, naiv, dass dieses R noch hier diese Bedeutung hat, also dass sich dieses R hier noch auf das bezieht. Aber das stimmt nicht. Sobald wir hier dieses Flat R haben, sind alle weiteren Vorkommen von R, beziehen sich dann auf dieses R, was wir gerade im Begriff sind, zu definieren. Also das würde hier in der Endlosschleife gehen. Das ist gar nicht mal so gut, zum Beispiel, wenn man das hat mit Zuständen. Ja. Dann macht man das, dann ist es sogar sinnvoll eigentlich, dass man das immer S nennt, weil man nicht gefordert wird, das falsche S verwendet. Richtig. Aber das funktioniert jetzt gerade auch nicht, weil man dann immer eine Endlosschleife bekommt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Gut. Ist ja, wenn ich so ein Blatt mal geschreibt habe, ist das die Expression, also ja. Ja, genau. Man kann das übrigens auch in einer Zeile schreiben. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen klarer, dass. Ich kann zum Beispiel jetzt zum Ende geben, dass noch 10 dazu erklären. Jetzt wird das klar, was du gerade gesagt hast. Ne? Also mit so einem Let in, das ist einfach wieder dann ein Ausdruck, ein Endergebnis, ein Wert. Und mit dem den kann man auch irgendwie weiterverarbeiten. In dem Fall hier, dass wir 10 zu ihm dazu zählen. Also wenn noch einfällt, ist auch mal was Studenten häufig, also nicht häufig, aber eigentlich schon verwirrt hat. Also ein if dann else in Haskell hat immer ein wenn Teil und ein else Teil. Das ist zwingend erforderlich. Also in Haskell hat man ja nicht irgendwie Statements, wo man Sachen zuweist, sondern man hat immer Ausdrücke. Und ein Ausdruck muss immer ein definiertes Ergebnis haben. Das heißt, man hat eine Bedingung und dann muss man sich entscheiden, was gibt man zurück, wenn die Bedingung wahr ist, was gibt man zurück, wenn die Bedingung falsch ist. Also man kann nicht irgendwie sagen, es gibt nur ein wenn Teil und im else Teil mache ich gar nichts. Das ist einfach nicht. Was schon geht, ist in anderen Programmiersprachen nichts zu tun im else-Fall, ne? Okay, aber in Haskell tut man ja nicht was. Im Haskell-Programm ist ja keine Abfolge von Anweisungen, die nacheinander ausgeführt werden. Es gibt nur Werte. Und da muss man natürlich im Wenn- und im Else-Fall den Wert angeben, weil sonst gäbe es ja einfach keinen Wert im Else-Fall. Wie sollte man dann weiterrechnen? Eine Sache noch zur Betonung hier für die anwesenden Perl-Fans. In Perl kann ich doch schreiben, if x bla bla bla. Oder ich schreibe bla 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 if x. Und das ist beides sinnvoll und das macht das selber, aber es hat einen leichten Betonungsunterschied. Und es ist schön, dass man diesen Betonungsunterschied abbilden kann. Ne? In der Sprache. Und ja, das ist eine der Sachen, die ich aber eigentlich nicht mag. Achso, ich mag das, ja. Aber in Hessen kann man das halt auch. Ja, wo?
Also, ja, also nicht das jetzt, aber halt mit dem Blättern im Werk. Genau, ja. Da ist dieselbe Einstellung. Okay, jetzt haben wir hier gerade einiges sogar besprochen, Trace.